Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineers mit dem großartigen Dre Deluxe. Hallo. Und meiner Wenigkeit Digi Held auf dem Kanal The Northern Way of Life. Ja. Komme ich gerade durcheinander mit meinen Tasten. Okay. Ja, was machen wir heute? Ich baue mir jetzt ein Schweißschiff, ne? Ja. Das klingt gut. Ein Schweißschiff brauchen wir. Klingt gut. Und ich werde noch ein bisschen das Bohrschiff optimieren. Wieso? Ja, weil das mit den Zuleitungen noch nicht geklappt hat. Ach ja, da war ja was, ja. Genau, das werde ich mir nochmal angucken, ob ich das besser hinkriege. Ja, genau. Na, guck mal, mein Inventar ist auch schon wieder leer, okay. Verstehe ich nicht. Naja, okay. Ja, so. Nee, wie ja. Na, egal. Dann können wir mal anfangen, ne? Können wir mal anfangen. Wir hatten da noch auch irgendwas, über das wir reden wollten. Ja. Mit dir wollte ich eigentlich nicht reden. Autsch. Wie ging das nochmal, wenn man Hunderter oder Tausender aus dem Inventar holen wollte? Dann kannst du halt die Shift-Taste oder die Steuerungstaste benutzen. Also, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die Shift-Taste ist für 100 und die Steuerungstaste ist für 10. Okay. So, ich flieg mal das Teil in die Sonne. Ja, und genau, wir brauchen auch noch Reaktoren, weil das Schiff ja überlastet. Ach stimmt, das war ja, genau. Das war ja zu klein alles da noch irgendwie. Wow. Alter Schöne, erstmal wieder mit der Steuerung klacken. So. Vielleicht werden wir noch ein paar Feinheiten am Design ändern. Mal gucken. Oh, mir wird schlecht. Jetzt schon? Ja. Schlecht. So, wie war das kleine Schiff, ne? Oh Gott. Wie viel habe ich denn? Ach so. Ich habe auch schon ganz schön viel in meinem Inventar drin. Und 17 große, na. Aber die kann ich ja auch erstmal in das Schiff packen. Den Countdown hast du gestartet? Ja, das läuft, das läuft. Wunderbar. Ich bin irgendwie ganz froh, dass mir noch keiner zugucken kann hier. Das stell ich mir. Ich kann dir dazu gucken. Ja. Du siehst aber nicht, wie ich hier ein Teil hole, dann losfliege, das ablege, das nächste Teil bauen will und merke, das geht ja auch schon wieder nicht. Losfliege, ein Teil hole und so weiter. Wie ging denn das jetzt hier? Und da hast du die Leuchte dran gemacht. Das ist natürlich was? Gut. Gut, ich wollte gerade sagen. Nö, nee, das ist schon in Ordnung. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das Ding hält. Na, wir werden sehen, wenn ich den einen Block entferne, weil dann kann ich nämlich da den Sensor reinpacken. Der liegt auf der Seite, sieht das ein bisschen doof aus. Jo. Oh, nichts kaputt geschweißt. So, und dann kommt dann da jetzt ein Sensor rein. Nein! Nein! Doch! Oh, ich kotze irgendwann mal hin, ey. Ha! So. Sie benötigen Herstellungskomponenten. Schön, dass ich gerade alles rausgepackt habe. Wieso? Hier. Aha. Oh. Gott, ey, ich werde das nicht. Ja, gut, so. Ach, das ist ja. Oh Gott. Jetzt hätte ich fast das Falsche genommen. Da, 8 ist der Sensor. Wie lange baust du so ein Schiff immer? Ups. 20 Minuten. Ja, schön. Nee, ich meine von der Länge. Also nicht von der Zeit, sondern von der. Wie viele Blöcke lang? Das, keine Ahnung. Ich mach das einfach irgendwie und dann. Nach Gefühl. Ja, genau. Das ergibt sich dann irgendwie immer. 10,
Okay, 10 lang. So, Motor, Computer, Sensor, Komponenten. Alter. Also dafür, dass wir gerade erst vor 10 Minuten die letzte Folge aufgenommen haben, weiß ich schon nicht mehr, wie man spielt. Ja. Echt nicht einfach. Und dann die 3? 3 oder was sind das? 4? 5? Da. Ach Gott. Tja, ich glaube, ich baue das irgendwie alles hier. Ach, wait, ach scheiße. Oh, Mist. Das habe ich natürlich alles in den Verbinder reingepackt, aber wenn ich den jetzt wieder auseinanderbaue... Für das Schweißschiff brauche ich keine Dingsbums, keine... Wie heißt das? Leiter? Keine Leitung? Doch. Brauche ich doch, okay. Ja, sag ich ja. Und mal Licht anmachen. Jetzt kommt der da nicht rein. Hier. Nein, nein! Das muss sowieso alles hier unten anders. Sag das oh, so, Scheiße. Ich baue das jetzt genauso wie das. Aha. Ja, aber der Dings hier, der braucht nicht so viele Düsen, ne? Ja, der Schweißer. Das ist klar, ja. Da reicht, ja, denke ich mal, eine Reihe. Ja, und oder nur, sogar noch weniger. Genau, dann halt auch nur jeden dritten oder was, ne? Ja, weil der sich dann auch irgendwie zu nervös steuert. Also das Schweißschiff sollte schon so schön smooth sein, ne? Mhm. So. Ich muss schon sagen, so mit der Musik auf dem Ohr, schade, dass wir das so nicht senden dürfen, sage ich mal. Oh Gott. Alter, wenn du schon länger als 20 Minuten gebraucht hast, ne? Wie lange brauche ich denn dann? Für was? Für das Schiff. Ja, das wird wohl... Meine Herren, ich bin aber auch hier. 25 Minuten. Ja. Ach. Die großen Rohre. Ja. Wieso nicht? Na also. Arschloch. Hey! Entschuldigung! Muss ich wieder mühevoller Kleinarbeit rauspiepsen, weißt du? Jetzt schreib dir die Zeit auf. Ja. Ich glaube ja nicht. Also, naja. Glaube ich ja nicht. Nur mal raus mit der Sprache. Das hört auch keiner zu. Ja, stimmt sogar. Das ist schade. Ah. Bevor wir aufgenommen haben, wollten wir über irgendwas reden. Ja? Ich glaube über schlechte Spiele. Ach so. Okay. Ja. Aber ich habe jetzt irgendwie überhaupt kein Beispiel. Hast du nicht? Nö. Soll ich dir eins geben? Worüber möchtest du denn reden? Nee, besser nicht. Also Bound by Flames, ne? Bound by Flame, ohne S. Es ist ja... Ein gutes Spiel ist das. Ja, ich weiß nicht, also wenn ich noch nie ein Spiel gespielt hätte,
und ich hätte das dann irgendwann mal gespielt, würde ich, glaube ich, nie wieder ein Spiel spielen. Echt? Ja. Findest du das so schlecht? Es ist wirklich extrem, also wirklich sehr schlecht. Das ist so schade, weil das Ding hat so viele schöne Ideen. Und auch das Charakterdesign ist echt schön gemacht, das Gegnerdesign so. Also es sind ein paar Viecher dazwischen, die man so noch nicht gesehen hat, was im Rollenspiel natürlich vor allem mit der Thematik selten ist, ne? Okay. Aber das Kampfsystem ist so kacke. Das ist so unfassbar schlecht. Aha. Und warum? Naja, weil es ein Buttonmasher ist im Grunde, der nicht funktioniert. Also du drückst die ganze Zeit nur eine Taste, haust stumpf auf einen Gegner drauf und irgendwann kippt der halt tot um. Aber bis dahin ja. Hast du keinerlei Taktik oder weiß ich nicht, irgendwelche Sachen, auf die du aufpassen musst, achten musst, sondern du haust einfach nur stumpf drauf, immer die gleiche Taste. Also wenn das Spiel ist, was ich da angetestet habe, da konnte man auch eine andere Taste drücken. Ja, du kannst auch eine andere Taste drücken. Kannst und es kam doch irgendwie so auch so ein bisschen auf Timing an, so eine Art so Combo-Mäßigkeit. Ja, schön wär's. Ich weiß, was du meinst, dass man auch blocken kann und so. Nee, das meine ich nicht. Ich meine halt, dass du halt, wenn du die Druckzeit halt times, dass du dann halt naja, so eine Combo macht. Ja, die richtige Combo macht er nicht. Du kannst den Schlag aufladen, was schon mal eine der dämlichsten Spielfunktionen ist, die es gibt, finde ich. Aber... Das habe ich vergessen, was ich holen wollte. Ja? Also du kannst deinen Schlag aufladen, bloß das Ding ist, deine Gegner können dich unterbrechen. Das heißt, du stehst dann da, hältst den scheiß Knopf 5 Sekunden, bis das aufgeladen ist. Dann willst du den Schlag loslegen, was dann so eine Reihe an Schlägen ist im Grunde. Ja. Aber wenn dein Gegner dich zwischendurch einmal haut, dann unterbricht er das einfach. Und das war's dann. Dann ist das vorbei. Ja, das ist aber üblich. Also das, muss ich sagen, ist jetzt auch nicht so... Findest du das schlimm? Sonst wäre das doch irgendwie auch so ein bisschen lame, oder? Na klar, aber es ist halt irgendwie schlecht umgesetzt. Also, weißt du, wenn du einen Gegner hast, geht's ja. Ne? Ein Gegner ist kein Problem. Da haust du halt wirklich einfach wahllos drauf rum. Wenn du aber dann in eine Situation kommst, wo du 4, 5 Gegner hast, die alle gleichzeitig auf dich losgehen, mit ihren beschissenen Attacken, die du nicht blocken kannst, oder es gibt ja so eine Art zeitliches Blocken, dass wenn du rechtzeitig blockst, einen Konter machst direkt. Und das funktioniert, okay. Das funktioniert auch bei einem Gegner. Wenn du aber mehrere Gegner hast, dann bist du im Grunde nur am Blocken und versuchst dann halt zeitlich, also du konzentrierst dich auf einen Gegner, wann schlägt der, und versuchst dann den Schlag rechtzeitig zu blocken und zu kontern. Das Problem ist aber, dass da halt ja noch mehr Gegner sind, die auch auf dich schlagen. Ja. Und diese Schläge müsstest du dann auch blocken. Das mag bei 2 Gegnern auch noch gehen. Aber bei 3, 4 Gegnern wird das echt schon schwierig. Bis hin zu unnötig unfair. Ich weiß nicht, ja, das ist dann ja schlecht, tatsächlich. Ja. Also, ich meine, ich habe ja nichts gegen unfaire Spiele. Ne? Dark Souls ist ja auch unfair. Aber es ist irgendwie... Ich weiß nicht, das... Das gesamte Spiel ist irgendwie... Das hat keinen guten Stand irgendwie. Das ist... Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das muss man mal gespielt haben, wirklich. Ja, es ist halt... Also, ich kenne das ja auch. Das funktioniert alles hier nicht. Das ist doch echt zum Kotzen. Ich habe ein ähnliches Spiel gespielt. Das hieß halt Kingdom of Amalur. Mhm. Und das ist halt auch 2 Tasten Rule the World Spiel, so, ne? Und da war das halt auch ähnlich. Nur, dass du halt irgendwie es gab halt so eine Fähigkeit, die du dann halt im Laufe des Spiels erwerben konntest, wodurch die Gegner dann nicht mehr unterbrechen konnten. Und dann hast du dann halt dann halt mit den 2 Tasten dann die ganz schön weggemasht, so. Genau, das ist ja, also wenn es am Anfang nur so wäre, ne, dass es halt schwer ist und unfair wirkt und so, und dass du halt mit fortlaufender Zeit und Fortschritt und Levelaufstieg und so besser wirst, dann wäre es überhaupt kein Problem.
Das Ding ist, du hast ein Level Up. Doch, das funktioniert. Skillst da deine Sachen und hast das Gefühl, es hat überhaupt nichts gebracht. Na, das ist natürlich nicht so schön. Also du hast kein Gefühl von, ey, ich werde hier stärker, sondern du hast eher das Gefühl von, ey, das Spiel will mich einfach immer weiter ärgern. Das ist einfach so... Ja... Ja, es ist ganz schwer zu erklären einfach. Du... Also, da kommt auch noch dazu, dass halt, dass das Spiel macht halt mehrere Sachen wirklich falsch. Die einem dann ja schon stören. Und dann denkst du dir schon, ey, komm, lass gut sein. Und dann kommen halt noch so Kleinigkeiten dazu. Und dann ist vorbei. Die Checkpoints sind scheiße. Du hast ständig, rennst du irgendwie den gleichen Weg 4-5 Mal. Ja, das ist so eine künstliche Spielverlängerung. Ja, aber wozu? Also... Boah. Dann spawnen die immer die gleichen Gegner. Du hast immer die gleichen Gegner Kombos. Da ist ein großer und drei kleine. Aha. Und immer die gleichen. Und das irgendwie auch über einen größeren Zeitraum hinweg, oder wie? Ja, klar. Du rennst dann da immer an der gleichen Stelle vorbei. Vor allem gegen Ende. Oh, mein Energy ist low, ich sterbe. Oh Gott. Da musst du wohl durch, weil ich bin gerade am Auftanken. Ja. du rennst halt immer durch die gleiche Gegend. Ups, hab ich die weggeschoben? Ne. Und aber macht nix. Und da, kenn ich ja schon. Da kommen dann halt auch immer die gleichen Gegner. Also willst du einen Bunker bauen oder ein Schiff? Eigentlich ein Schiff. Okay. Wir sind übrigens bei 17 Minuten. Oh. Ja. Habe ich mein Schiff doch nicht in 20 Minuten geschafft. Ärgerlich. Ja, das ist, du Versager. Ja, ja. Ich hab dir doch gezeigt, wie das geht. Ja, das stimmt. Über 10 Folgen. Musst du das doch mal in einer Folge, musst du das doch mal gelernt haben, ey. Ich suche jetzt mein Cockpit, das setze ich da noch ein, wo ist es da? Naja, aber es ist halt einfach, also, wenn du wirklich mal kein gutes Spiel spielen willst, dann spiel das. Okay. Interne Panzerung. Doch alles doof, ey. Ich müsste so eine Verlängerung. Ich kann ja so eine Verlängerung bauen. Ja. Ja, spiel mal Kingdom of Amalur. Ja, das hört sich schon so scheiße an. Ja, es ist aber eigentlich gar nicht. Es ist jetzt irgendwie kein. Es ist jetzt kein AAA-Titel, ne? Mhm. Und es ist halt. In gewisser Art und Weise ist es halt irgendwie auch einfach, wo du dann halt irgendwie sagst, so, oh. Ja, aber irgendwie macht es auch vieles dann doch auch richtig. Also, es ist einfach, nee, sagen wir mal, es benutzt halt viele Sachen, die sich halt bewährt haben, ne? Hm. Und das ist ja im Grunde jetzt auch nicht falsch. Das ist nichts Schlechtes, nee, das stimmt. Also du hast natürlich alles dann schon irgendwo mal gesehen, ne? Aber naja. Ja, aber das, wie wir schon mal gesagt halt haben, auch. Es muss halt keine Innovationsbombe sein, ne? Es reicht, wenn es das, was es macht, richtig macht, finde ich. Und wenn das dann Spaß macht, vielleicht noch eine Kleinigkeit, eine Eigenheit hat, dass es eigenen Charakter hat. Ja. Dann ist ja schon alles okay. Ja. Nee, gut, eigenen Charakter hat das, denke ich. Ja. Also, es hat schon so ein bisschen das Gefühl von so einem Bausatzspiel, ne? Oh, okay. Oh Mann, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich brauche, ey. Das war Motoren, war das. Ja, dann kannst du ja auch erstmal. Oder soll ich abmoderieren? ja. Ja, ich soll abmoderieren? Ja, ja. Alles klar. Dann bedanke ich mich für das Zusehen, Mama. Ich hoffe, du machst die nächste Folge auch noch wieder an. Am besten lässt sie durchlaufen, damit wir ein bisschen. Wie war das? Das wird dann besser geratet, ne? Ja, ich habe davon gehört, das soll so sein. Ja, ja. Also Mom, bitte sag Oma auch Bescheid, du brauchst es nicht angucken, einfach nur durchlaufen lassen und dann geht das schon. Ne? Ja, Deluxe Mom, schöne Grüße. Ja. Deluxe Mom. Ja. Ja. Und ja, und die anderen, ich hoffe, du hattest Spaß, ja, mit der Folge. Genau.
Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüss.